Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich stelle euch heute 5 neue Mod-Charaktere oder beziehungsweise 5 Mod-Charaktere sind jetzt nicht neu, sind eher älter, aber trotzdem Mod-Charaktere. Wie gesagt, ich fange erst mit den schlechtesten an. Am Ende kommt natürlich das Beste. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Obwohl, warte, eine kurz. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und nicht wundern, wenn nochmal ein extra Video kommen sollte mit den Charakteren, mit Musik, weil manche wünschen sich das so, manche wünschen sich das aber auch so, dass ich spreche, manche wünschen sich es mit Musik. Wie gesagt, ich versuche es beiden richtig zu machen und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim ersten Charakter. Dann bis gleich. So, hier haben wir schon den ersten Charakter und es ist unsere kleine Pan aus Universum 18 soll die sein. Sieht ja gar nicht mal so schlecht gemacht aus. Wir greifen mal ganz gechillt an mit der X-Kombo. Schade, ich dachte, sie benutzt den Stab sogar hinten. Ja, schade. Aber die ist auf jeden Fall stark. So, sie kann sich natürlich auch in den Super Saiyajin verwandeln. Das sieht irgendwie sehr cool aus, gefällt mir sogar. Die Augen sind sehr gut gemacht. Sieht sehr cool aus. So, ihre Attacken sind Ki. Detonation, oh Gott, schwieriges Wort. Dann kann sie biegsame Kamehameha. Gut. Aber sie kann doch die Stab-Kombo. Sehr cool. Ihre Ultis sind volle Kraft Energie-Volley. Und das Super Kamehameha. So, ihr Limitbrecher. Automatische Gesundheits- und Ausdauerwiederholung. So, das war schon der erste Charakter. Dann sehen wir uns gleich schon beim zweiten. So, da haben wir schon den zweiten Charakter. Es ist Son Gohan. Steht auch Universum 18. Ja, ich will die Hose noch höher ziehen, aber gut. So, er kann sich natürlich in den Potenzial freigesetzt verwandeln. So sieht er auf jeden Fall schon besser aus. Ja, ich würde mal sagen, wir greifen mal mit der normalen X-Kombo erstmal an. So, seine Dreieck-Kombo. So, er kann die super... Ups, super Götter... Okay. Er trifft sie einfach nicht. Jetzt. Er kann die super Götterfaust, das normale Kamehameha. Höllenansturm kann ich jetzt ja leider nicht zeigen, weil sie mich jetzt nicht angreift. Werdet ihr aber dann in dem Video sehen, wo ich den Charakter kämpfen lassen werde. So, seine Ultis sind super Kamehameha. Und eleganter Blaster. So. Das war schon der zweite Charakter. So, wir haben ja aber noch 3 andere. Und es wird von Stück zu Stück immer. So, hier sind wir schon beim nächsten Charakter. Das ist Oop. Steht auch Universum 18. Ist auch sehr gut gemacht. Fehlt mir leider auch in Xenoverse 2. Schade, dass sie ihn nicht mit reingebracht haben. Sieht auch sehr cool aus mit diesem Son Goku G. Ja, er kann sich in die 20-fache Kaioken verwandeln. Sieht in Ordnung aus. So. Dann greifen wir mal normal mit der X-Kombo an. So, er kann die galaktischen Donut. Sehr cool. Er kann das Kaioken-Kamehameha. Die Finale. Oh, ich dachte, das wäre eine finale Kanone. So, seine Ulti sind super Explosionswelle. Finaler Glanzangriff. Sehr stark.
Und natürlich das Super Kamehameha darf nicht fehlen. So, das war schon der dritte Charakter. Zwei haben wir noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten. So, hier sind wir schon beim vorletzten Charakter. Es ist Gogeta Multiverse. Gotenks, Entschuldigung. Sieht auf jeden Fall lustig aus mit diesen Fingern. Ja, er kann sich auch verwandeln. Oh, sogar in den Super Saiyajin 3. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Warum macht er das? Okay. Ist wohl ein bisschen verbuggt. Wir greifen mal mit der X-Kombo an. Okay, dann machen wir mal mit der Dreieck-Kombo. So, er kann die maximale Ladung, Finish Buster. Er kann auch die galaktischen Donut. Meteor Crash. Abwehr gesteigert, du hast Superrüstung. Auch sehr gut. Streufeuerrückzug. Dann habe ich schon gesehen, muss ich meine Gesundheit wieder auf Gefahr machen. Okay. So kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Das ist ja komisch. Okay, also die eine Attacke kann ich nicht einsetzen. Warum auch immer. Dann setzen wir nur die hier ein. Super Kamikaze Attack. Oh, wie die einfach mal überhaupt nicht treffen. So, das war schon der vorletzte Charakter. Jetzt sehen wir uns gleich noch bei den Badass-Charakter, den ich euch versprochen hatte. Und ich sag mal bis gleich. So, hier ist der Badass-Charakter, den ich euch versprochen habe. Es ist God of Destruction, Vegeta. Könnte sich eigentlich noch verwandeln. Warum er das jetzt hier nicht kann, frage ich mich ehrlich gesagt. Ah, jetzt kann er das. Sehr nice. So sieht er mir fast schon besser aus. Oh, das ist verdammt schnell. Bestimmt verdammt stark. So, ich mach mal wieder die. So, wir haben uns ja verwandelt. So, wir sind auf jeden Fall verdammt schnell, wie ihr seht. So, seine Dreieck-Kombo. Machen wir wieder auf normal. Damit ihr den Schaden auch seht. Auf jeden Fall ist er verdammt stark, wie ihr seht. So, seine Attacken sind explosiver Bubu-Schlag. Okay, so lädt er sich anscheinend auf. Verschwinderball. Und verdammt stark. Immer Big Bang Attack. Sehr nice. Galick-Strahl. Destruction Shield. Da ist er. So, und dann haben wir nochmal das 10-mal Super Galekan. Erstmal machen wir noch die Attacke. Sphäre der Zerstörung. Autoerholung, genau. Sieht sehr cool aus, der Charakter. Gefällt mir auf jeden Fall. So, dann erhol dich mal. Dann kann ich mir den Damage auch nochmal in Ruhe angucken. Sehr geil. So, und dann machen wir noch die 10-mal Super Galick Gun. Super Galick Horn!
Die ist sehr stark gewesen. Auf jeden Fall, das ist schon mal meiner Meinung nach ein sehr guter Charakter. Solche Charaktere liebe ich einfach. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Charakter euch am besten gefallen hat. Und ja, ich bin damit raus. Haut rein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.